Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Wonder. Eigentlich wollte ich um 14 Uhr hochladen, es ist 14.30 Uhr, wir haben Besuch gehabt und so. Auf jeden Fall wird es vielleicht etwas kürzer heute. Und ich gucke mal, ob hier am Rand irgendwo was ist. Ich habe ja letztens Captain Toad gefunden. Oh ne, scheint nicht so. Dann würde ich sagen, machen wir das Level mit dem Wunderseed. Wundersamen ist richtig, ja? Wickelrennen über Stock und Stein. Oh mein Gott. Let's go. Let's go dance. Wickelrennen. Halte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Erreiche das Ziel vor dem Wiggler. Okay. Ich bin bereit. Let's go! Oh Gott, meine Katze ist gerade von mir. Ich sehe nichts. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Oh, ich sehe wieder was. Lauf, 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 lauf. Los, los, los. Ich schaff das. Oh, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Let's go. Ha, der Wiggler hat umdrehen müssen. Ich nicht. Tschung. Wie ich abgehe, ja? Oh, hängen geblieben. Oh Gott, man kann sich da festhalten. Nein! Nein, 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 nein. Hilfe! Luigi! Ah, die Münzen zeigen mir ja zum Glück, wo es lang geht. Jawohl, gewonnen. 57 Sekunden. Easy cheesy. Lemon squeezy. I did it. Das war einfacher als gedacht. Ich schalte mal zur Sicherheit meine Tastatur aus, nicht dass meine Katze noch auf die Idee kommt, eine Taste zu drücken, eine andere. Hätte ich das gewusst, hätte ich das noch in die letzte Folge reingepackt. Großartig, wir haben ein Wigglerrennen gewonnen. Eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wiggler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatisches Superpilz-Abzeichen zu schenken. Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Okay, cool. Möchtest du es gleich verwenden? Später. Okay, cool. Haben wir hier alles? Ich habe immer noch so das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Aber nein. Oh, eine Münze. Ich wusste, dass hier was ist. Dann gehen wir mal weiter. Oh, hier ist das Schloss. Oh nein, sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schändlichen Zwecke verwenden. Lesen kann ich nicht. Okay, wir können hier hoch. Galopp-Dresch-Stampede. Wir haben hier Klimmsprung. Und was haben wir in der Röhre? Ah, falsche Taste. Oh, hier haben wir auch noch Level. Haben wir Spike-Versteck im Senkröhrental. Röhrenfels-Arena. Und Röhrendickicht im Sumpf. Okay. Da ist die Röhre. Blick in die Sterne. Oh. Ha. Was gefunden. Laufen? Ich? Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Ich war auf der Suche nach Sitz und habe mich gefragt, sucht auch irgendjemand mal nach mir? Ich bin ganz verirrt. Aber wo sind wir eigentlich? Könnt ihr mir das sagen? Oh, das hatte ich fast vergessen. Ich habe nämlich 50 Blumenmünzen gefunden. Vielleicht könnt ihr sie bei eurem Abenteuer gebrauchen. Ich drücke euch die Daumen. Okay, spannend. Das ist die Laberwelt. Laberwelt. Ha! Okay. Dann machen wir zuerst hier unten, würde ich sagen. Ja, machen wir hier unten zuerst. Yoshis und Mopsi erleiden keinen Schaden durch Gegner. Probier sie aus, wenn ein Level zu schwierig ist. Ja, das behalte ich mir vor.
Wunderbar. Okay, hier gibt's nichts. Nein, Münze. Oh mein Gott. Kann ich hier rein? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Oh, ist hier irgendwo ein... Ja. Spiky. Tor. Kann ich hier irgendwo rein? Nein. 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 Noch ein Spiky. Ich hätte mir die Münzen holen können. Oh nein, Hilfe. Hat die Blume? Oh, mir eine Röhre gebracht. Wofür die? Oh, die führt mich in den Hintergrund. Nice. Wasser, aber ich bin gar kein Elefant. Da ist ein Elefant-Power-Up versteckt. Bowie-Sowie. Oder Wowie-Sowie? Hier haben wir auf jeden Fall die erste Münze. Oh nein, nein. Moment. Hä? War ich da gerade im Vordergrund? Nein, oder? Wofür's? Oh, für ein Power, One-Up. Okay. Ah, kann ich die Spikies weg? Nein, das Power-Up möchte ich nicht. Möchte ich... Kommt man da hoch? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist die nächste Münze. Ha, du kannst mir gar nichts, Spike. Ach, ich hör schon auf. Weg mit dir. Was nennst du Musik? Kann man hier irgendwo rein? Ich muss das bei jeder Röhre probieren. Juhu. Ich will das Power-Up nicht. Ich wollte da hochgucken, ob ich da hoch kann. Ach, ich habe mich gerade gefragt, wie ich da runterkomme, aber... Ah ja, okay. Nein, nicht hochspringen. Halt. Nein, hier kann ich auch nicht rein. Kann man hier hoch? Oh ja. Hätte ich wahrscheinlich von der Seite gekonnt. Okay. Kann ich die hier runter? Ja. Weg mit dir. Die dritte Münze. Ja. Aha. Hey, wir sind zu schwer für das Ding. Nein. Okay. Puh, ich dachte, ich sterbe jetzt. Ich hab's doch gesagt. Die Blume hat's doch gesagt. Und wundersam. Oh mein Gott, was passiert hier? Musiklevel. Oh mein Gott, ich liebe es. Was für ein Beat! Bereit? Los geht's! Es ist so cool. Ich lieb's. Ich bin bei diesen Leveln etwas ruhiger. Ich möchte die Musik genießen. Das war ein Spaß. Ja, das war ein Spaß. Ist offensichtlich die Röhre. Ja, mit der komme ich wieder hoch. Oh nein, schaffe ich das? Oh, dann niese ich erstmal. Bye bye. Bye. Nice. Yippee!
Was ihr nachgucken wollte, werden die Screenshots vielleicht sogar gespeichert. Ja. Hier gibt es die Screenshots, ne? Nein. Schade. Aber okay. Dann machen wir die Kampfparty. Da muss ich ja nur Gegner töten. Nicht wahr, Katze? Besiege alle Gegner. Ich habe 70 Sekunden Zeit. Ich möchte Elefant bleiben. Oh, okay. Das war's. Das war's mit meinem Upgrade. Also nur Pilz. Toll. Echt gut gemacht. Ich versage. Oh nein. Oh nein. Jetzt bin ich auch noch klein. Muss ich da hoch? Es gibt 3 Stages. Und ich brauche schon so lange. Hui. Ich schieb das jetzt auf mein Controller-Delay einfach. Oh mein Gott, habe ich lange gebraucht. Ich mache das, glaube ich, gleich nochmal. Oh nö. Ach, hier sind Shells. Okay, ich brauche viel zu lang. Okay, ich bin einfach reingesprungen. Ich war so mega konzentriert gerade, habe ich nicht gequatscht. Ich schneid's raus. Ja, das war mein Dummsein. Hallo? Panzer? Bitte? Ach, der liegt noch da oben. Ja, gut. Ja, schade. Ich bin halt kein Mario Pro. Also den Wundersamen kann man nicht aufnehmen. Aufnehmen? Nicht. Sammeln, ja? Aufnehmen. Passt doch. Okay, mach's nochmal. Volle Konzentration. Ja, ich schlag meine Bestzeit diesmal. Hoffentlich. Eigentlich wollte ich hier nichts cutten, deshalb. Tut's mir noch mehr weh. Nein, bin ich denn ein Dödel? Ah! Hallo? Okay, ich habe 5 Sekunden hier länger gebraucht. Aber ich gönne mir die Pflanzen. Die gönne ich mir in Spitzenzeit. Easy, 35 Sekunden. Let's go. So, das Wichtige ist, die Galopteros in die richtige Richtung. Oh, nee, fuck. Welche Richtung? Huch. Da hat er mich weggeschleudert. Na komm. Hallo? Ah! Nice. Weg da. Ich hab noch... Oh, eine Sekunde. Ich hab 69 Sekunden. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ja. Viel zu knapp. 69.08. Nice. Erstmal. Oh, ich stelle mich echt nicht so gut an. Alright. Röhrendickicht im Sumpf. Ja, machen wir das mal. Na, gucken.
Jetzt kommt die Episode noch später. Huch. Schneckchen. Elefant? Ja, Elefant. Wow, ist sorry. Ich habe angedroht, dass ich das immer sagen werde. Ah, da ist noch ein Elefantenapfel. Ja, ich nehme es mal mit. Ich brauche es ja eh. Ich brauche das ja. Kann ich die auch schieben? Nein. Schiebe-Battle! Ich bin stärker! Da habe ich ihn besiegt. Erstmal platt gemacht. Hallo? Kann ich hier rein? Nein. Ich finde die Dinger ja eklig. Er findet die Dinger eklig. Okay. Kann ich auf die einfach... Oh ja. Könnte ich drauf hüpfen, wenn sie an der Wand kleben. Wie komme ich jetzt hoch? Ich bin doch ein... Los, schaffe ich's? Bitte? Okay, dann halt so. Okay, da war nichts drin. Bin ich hier rein? Nein. Hallöle. Oh, ich habe einen erwischt. Ja, die hole ich mir nicht. Was ist mit euch? Oh. Hier und... Okay, zu weit gekickt. Ja, schieb mir das mal darüber. Oh, das hat mir die Röhren gebracht. Komm, ich nehme den Elefanten. Wow, sorry. Ich muss natürlich jede Röhre testen, ob ich rein kann. Sieht man irgendwie, ob man in Röhren rein kann oder nicht? Ah, okay. Vielleicht sieht man es ja auch irgendwie. Ah, da ist mein Ersatz-Upgrade. Oh. Ich habe das Rätsel gelöst. Glaube ich halt. Ach, ich muss das Ganze dran schieben, dann kann ich die Röhre hier hinschieben. Und das aktiviert sich instant. Oh, wieder Röhren. Okay. Moment. Ich habe eine Münze. Wunderbar. Gut, dass es dir gut geht. Hi. Du drehst um, oder? Ja. Hilfe? Weiter so, ja? Kommt da noch einer? Ah, hi. Oh. Hallo? Ich wollte da hoch. Kann ich mit dir wieder zurückgehen? Nein. Das ist jetzt aber bedauerlich. Oh. Wird das Level normal? Kann ich zurück? Ah ja, okay. Hui. Jetzt ist der Zugang da jetzt gesperrt oder? Nein, ich kann hier rein. Huh, Glück gehabt, Glück gehabt. Fantastico. Das war aber die letzte. Okay. Wo habe ich die andere verpasst? Ich gehe jetzt suchen. Ich will das Level dann nicht nochmal machen. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Ja, doch. Ich habe was übersehen. Oh. Kann ich da nicht hoch? Nein. Okay. Ich muss da bestimmt hoch. Also in die Röhre. Ach,
verdammt. Kommt die irgendwo runter? Ah, ja. Ich höre schon auf. Er wollte es mir sagen. Ich habe es nicht geschafft. Mir juckt gerade mein Gesicht. Okay, die ist solide. Warum ist die da oben? Ach, da komme ich wahrscheinlich raus, ne? Münzen. War das alles nur ein Traum? Ja, war alles nur ein Traum. Jetzt find mir eine Münze. Ich hol die später mal. Ich habe hier genug Zeit verschwendet. I did it! Yay! Ah, ärgerlich. Ist auch ein gutes Screenshot. Yippie! Oh, jetzt fehlt mir dort die Münze. Gehe ich jetzt wieder rein? Achso, ich habe wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich hast du gedrückt. Aber gut, dann habe ich hier alles. Dann machen wir noch das Abzeichen. Ich glaube, ich mache die Welt auch fertig. Klimmsprung 1. Abzeichentest. Ja, an der Wand nochmal B. Ja, gut. Ja! Also hier, so. Ha! Hab's gesehen. Jetzt hier auf der... Nein, okay, das ist nur ein vertikales Level. Huch. Okay, man kann nur einmal machen. Und dann macht man den Wandsprung. Was tue ich? Ich wollte natürlich hier den Pilz holen. Nichts anderes. Deshalb bin ich nochmal runtergesprungen. Das war meine Intention. Okay, man muss auch einmal am Boden landen. Ich weiß nicht, wie ich da alles verfehlt habe. Ich wollte eigentlich auf den Block da springen, aber okay. Mario meinte nicht, Luigi meinte nicht. Ach, okay. Ich kann Wandsprünge nicht. Sehr geehrter Herr Dooley, könnten Sie bitte? Er hat keinen Wandsprung gemacht. Nein! Was für eine Sprungkunst! Aber jetzt. Ah, easy. Wunderbar. Habe ich das wenigstens abgeschlossen. Ah. Also ich habe in meinem Leben schon mehr als 2 Videospiele gespielt und ich krieg's manchmal bei Mario nicht hin. Ich weiß nicht warum. Irgendwas stört mich. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Solches Anliegen? Vielleicht später. Traue ich mich? Ja, komm. Machen wir das auch. Oder nein. Ja, okay, wir machen das eine Level. Dann machen wir das Schloss. Okay. Das ist nämlich, glaube ich, der Geheimweg. Und mit dem Geheimweg... Mit dem Geheimweg, was machen wir mit dem Geheimweg? Den machen wir dann irgendwann später. Nein! Ich habe die Münze verpasst. Okay. Ich habe auch die restlichen blauen Münzen verpasst. Hilfe! Hilfe! Die sind schneller als ich. Nein! Okay, ich muss vorne stehen. ich bin klein. Will ich das sein?
Anscheinend. Eieiei. Aber ist ja auch ein schwieriges Level, ne? Hab's wieder nicht geschafft. Ja, egal. Da wurde ich geprankt. Ich habe die Münze auch verpasst. Okay. Luigi-Time, wundersam. Ich habe ihn. Oh. Da muss ich Elefant sein. Wow, sorry. Gelbe Röhre. Toll gemacht. Toll gemacht. Okay. Super, dass du diesen Weg gefunden hast. Ja, finde ich auch super. Ich traue mich nicht. Oh, richtig gesprungen. Okay, ich muss sowieso nochmal machen. Okay. Gut. Ich weiß, dass es zum Secret Level führt, aber ich hole das später alles. Ich schwör, bei anderen sieht das so einfach aus. Ich verkrampf hier voll mit meinen Fingern. Aber ich mache erstmal das Schloss von Bowser Jr. Wusch, Magie. Und rein mit uns in Palast der Röhrenfelsenwiese. Kid, was ist das denn bitte? Ein Elefant? Er sagt es halt einfach im richtigen Moment. Oh! Die sind so cute. Hallo? Gefühlt funktioniert meine Sprungtaste nur alle 5 Mal. Anscheinend doch nicht. Noch ein Elefant. Ja. Okay, hallo Röhre. Ah, okay. Oh, die Hammer Bros. Das war gerade einfacher als erwartet. Normal verliere ich Upgrades immer bei den Hammer Bros. Kann ich da oben rein? Oh, ich wäre fast in diese minimale Lücke gefallen. Okay, wahrscheinlich kann ich nicht rein. Irgendeine Röhre, wo ich rein kann? Moment, kann ich da hoch? Nein, da kann ich auch nicht rein. Gibt's hier Münzen? Wo sind die Münzen? Bin ich schon bei der Hälfte und habe keine einzige gefunden. Moment. Das akzeptiere ich nicht. Ich wäre schon wieder fast in diese Lücke gefallen. Hallo? Ich kann da nicht rein. Ja, okay, gut. Dann gucke ich mir das später nochmal an. Nein, hier kann ich nicht drüber. Wie weird. Na gut. Knochen. Oh, ein Knochenbrocken. Aber hier kann ich oben lang. Oh, da ist eine. Das war die erste. Okay. Da war ja mal wild. Was passiert nun? Panik? Panik? Okay, Panik.
Durch Stress? Nein, oder? Nur die Musik stresst. Als ob der einfach... Ich nehme jetzt hier das. Wow, sorry. Okay. Ach, da kommt eh die Pipe. Ich wusste, dass die versinkt. Ich hab's mir gedacht. Haha. Ich hab den Wundersamen. Yay. Und die mittlere Münze fehlt mir hier auch. Toll. Moment. Die nehme ich mit. Okay, ich spiele alle Level nochmal. Sonnenhive. Okay, was möchte ich haben? Ja, genau das wollte ich haben. Nicht wirklich. Ich habe erst falsch gedrückt und dann habe ich aus Panik die andere Taste gedrückt. Okay, hallo Bowser Junior. Was glaubst du? Nein, nein, Moment, das war Toad. Was glaubst du? Du kannst mich aufhalten? Hey, na gut, Papas Wunderkraft ist ihre Wahl. Du hast absolut keine Chance gegen mich. Aber es macht sicher Spaß, dir beim Verlieren zuzusehen. Hier springe ich, ja? Boing. Was machst du nun? Bowser Junior! In his second form. Oh mein Gott. Okay, ich kann trotzdem nicht auf ihn drauf hüpfen. Auch wenn ich größer bin. Oh, als ob der in mich reinhüpft. Komm da runter. Was? Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass der einfach hier mich komplett zerstört. Was ist mit ihm? Springt einfach in mich und dann über mich? Ich habe schon wieder nur den Pilz erwischt. Was ist mit mir falsch? War okay? Gut? Bowser Junior besiegt Dolly? Okay. Erste Phase easy. Easy Mode. Kann ich das überspringen? Nein. Oh, 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 oh. Oh, diesmal wollte es nochmal. Jetzt macht er mich sich. Ja, er macht mich mini. Okay. Oh, er braucht noch einen Treffer. Ha! Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Ja, okay, gut. Hab dich besiegt, Bowser Junior. Jetzt hab ich den Königssamen. Ich hab ihn. Ah, guter Screenshot. Wusch. Das Schloss ist wieder normal. Bisschen weiß, bisschen farblos, aber okay. Vielleicht muss erst Mario in Sticker Stars vorbeikommen. Ich glaube, Sticker Stars war das Paper Mario, ne, wo er alles angemalt hat. Und so gelang es Luigi und dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Mit dem geretteten Königssamen wenden sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Können sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Das und noch viel mehr sehen sie eigentlich nach...
dem das Schloss hier wieder schön ist. Ach, das soll blau sein? Ja, gut, okay. Die Blüteninsel liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser. Ja, okay. Blüteninseln. Dieser Bowser muss doch irgendwo stecken. Hey, ist das etwa... Ja, übersieht man sehr leicht, diesen Bowser. Hehehe, meine Piranha-Wolken werden alle Sternfriede fernhalten. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird mir die Welt gehören. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Königssamen? Oh, was passiert denn jetzt? Erst mein Kettenwolkenhundi eingesaugt. Wie? Wo ist denn die Piranha-Wolke hin? Was habt ihr getan? Reiche Macht nur durch einen einzelnen Königssamen? Aber natürlich, dass die Antwort, nach der wir gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten. Einen sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umkreisen. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Oh, ich freue mich hier so. Vielen Dank. Gut, dann sollten wir sogleich zum Wolkengebirge nördlich von hier aufbrechen. Es gibt einen Königssamen im Palast an seinem Gipfel. Yehehe. Okay, jetzt darf ich also weiter. Na gut, aber das war's dann auch gleich mit der Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.